Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um den Necro-Build, den ich schon ein paar Mal angekündigt habe. Und heute um ein Build, mal abgesehen vom Pulverisieren, der mir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und ich warte schon seit 3 Tagen darauf, dieses Video endlich aufzunehmen, um euch den vorzustellen. Wurde auch schon das ein oder andere Mal nachgefragt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir direkt rein in die Analyse. Und als allererstes an die ganzen Kritiker da draußen, schaut euch an, was ich hier habe. Ein 99er Albtraumsiegel. Wer in die Kommentare schreibt, öh, das war aber kein 100er, die werden weggebannt. Also 99er Albtraum-Dungeon ist gar kein Problem für den Necro. Der ist unbesiegbar. Also, ja, ich habe es beim Jäger schon gesagt, dass er unbesiegbar war. Der Necro ist ungefähr dasselbe. Stellt euch den Jäger vor, aber auf Steroide, das ist der Necro. Und zwar macht ihr viel mehr Schaden und ihr seid noch viel unbesiegbarer. Und das Witzige, was daran ist, ihr rennt einfach durch die Gegner durch und müsst eigentlich keine Attacken machen. Ihr macht mit Flickerschritt die ganze Zeit nur eure Ult ready und dann lauft ihr einfach nur die ganze Zeit mit der Ult rum. Ja, und das ist alles. Also, oh, ich muss ja hier ein paar Gegner killen, habe ich ganz vergessen. Das ist alles. Ihr macht die ganze Zeit nur Knochensturm, lauft durch die Gegner durch, mit Flickerschritt macht ihr die Abklingzeit runter. Und durch die Leichen, durch das Miasma, durch den Schattenschaden stirbt einfach alles weg. Sie müssen mal auf die roten Punkte rechts achten, oben auf der Karte, wie die einfach noch wegplatzen, obwohl ich schon längst wieder weg bin. Weil einfach der Knochen. Ich werde euch das gleich zeigen in den. In der Analyse, welche Items ich trage. Aber durch den Schattenschaden, durch die lidlose Wand, die ich trage, stirbt einfach alles weg, obwohl ich schon lange nicht mehr da bin. Ich gehe jetzt hier einmal komplett durch den Dungeon durch. Da könnt ihr mir gerne bei zugucken, um einmal zu beweisen, ey, der Build hat's drauf. Und dann gehen wir in die Analyse. Wenn ihr jetzt schon überzeugt seid, dann könnt ihr auch unten, ich habe bestimmt Timesteps drin, einmal nach vorne spulen und euch direkt den Build angucken. Und apropos Build, der ist natürlich auf D4 Build verlinkt und dort komplett gemacht worden. Also, wenn ihr den nachbauen wollt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung euch den Build komplett angucken und dort den komplett nachbauen. Also, wenn ihr ein super Build wollt für den Schlachthof von Zier und noch nicht wisst, wen ihr da nehmen sollt und vielleicht selber schon Necro habt, dann ist das hier der Build, den ihr braucht. Weil ihr seht ja, die sind Level 153. Ich musste mich noch nicht einmal heilen. Und ich kille alles. Normalerweise würde ich einfach nur durchrennen, aber ich kille einfach alles. Das habe ich doch bisher nie. Wir spielen jetzt seit einem halben Jahr Diablo 4. Das habe ich noch nicht erlebt, so ein Build. Es gibt den Kugelblitzmagier. Der ist so ähnlich, er läuft nur durch die Gegner durch und zündet nur den Kugelblitz. Aber so tanky ist ein Magier nicht. Ich krieg ja keinen Schaden. Es passiert einfach nichts. Ich krieg einfach gar keinen Schaden. Und alles platzt weg. Und durch die lidlose Wand, ich weiß nicht, ob der ein oder andere der weiß, was das für ein Item ist. Das macht, dass weitere Knochenstürme durch eine Glückstrefferchance kommen können. Auch wenn euer Knochensturm dann weg ist, dann kriegt ihr trotzdem noch eine Barriere, weil es einen Aspekt gibt, dass ihr Barriere. Oh, da muss ich mich gerade mal heilen. Es gibt einen Aspekt, wenn ihr Knochensturm aktiv habt, dann kriegt ihr Barriere. Und der gepaart mit der lidlosen Wand macht, dass ihr einfach unbesiegbar seid. Ihr seid literally unbesiegbar. Also das Einzige, was passieren kann, das ist mir auch schon passiert, dass ihr gewone-hittet werdet. Dass ein Gegner so viel Schaden macht, dass Leben weg ist, Barriere weg ist und Stählung. Genau sowas. Das war jetzt kein Fehler vom Bild, Leute. Das war natürlich ein Fehler vom Spieler. Ich bin halt einfach kein guter Diablo 4-Spieler. Ich denke, wenn ein richtiger Profi den Bild spielt, dann passiert sowas natürlich nicht. Ich war ein bisschen unachtsam, weil ich hier ein bisschen viel gequatscht habe. Ich glaube, ich musste Knochensturm zünden und hatte keine Barriere mehr. Ja, aber das ist der Build, Leute. Und jetzt will ich wissen, wie krass ist das bitte? Ja, ich weiß, ein Hoter Barber macht natürlich Milliarden an Schaden. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wie unfassbar unbesiegbar dieser Build ist.
Unglaublich, wirklich unglaublich. So, jetzt will ich aber einmal in die Analyse gehen. Also ich habe jetzt hier den Dumi drin, aber das müsst ihr auf jeden Fall nicht machen. Ihr könnt ja auch ein ganz normales Schwert nehmen, mit einem Aspekt, mit einem Schattenschaden-Aspekt drauf. Werde ich euch auch unten so in den Bild reinschreiben. Den braucht ihr auf jeden Fall nicht. Macht euch stärker, wenn ihr einen habt, benutzt den, aber braucht ihr nicht unbedingt. Hier ist die lidlose Wand und die, dafür gehe ich mal weg, die hat einen richtig krassen Effekt. Und zwar, wenn ihr da Max-Roll habt, macht die per Glückstreffer weitere Knochenstürme. Und ich weiß nicht, ob ihr da eben drauf geachtet habt, aber überall bei den Gegnern drumherum waren Knochenstürme, die wiederum Schattenschaden gemacht haben. Wirklich verrückt. Dann ganz wichtig ist der neue Warschan-Ring. Damit die Explosion von den Leichen die ganze Zeit zünden, weil das ist eine geile Synergie. Durch die Leichenexplosion wird ein Miasma freigelassen, wodurch Schattenschaden entsteht. Und Schattenschaden ist Schatten über Zeit, damit wirkt dann dieser Ring hier wieder Glückstrefferchance. Schaden über Zeit hat eine Chance auszubrechen, 50.000 AOE Damage zu machen, das Ganze kann kritten. Auf dem Amulett haben wir die Schattensuche-Aspekt, damit ihr noch mehr Schaden macht. Auf dem Kopf habe ich jetzt Andariels Antlitz. Der ist auch relativ wichtig, weil der nochmal richtig viel Schaden reinzündet mit der Gift-Nova. Ist aber auch nicht zwingend erforderlich. Aber auch sehr nice to have. Werde ich euch unten im Bild auch ohne einmal reinpacken. Dann einfach eine richtig tanky Rüstung. Richtig geile Handschuhe mit Crit-Chance wie immer. Schaden über Zeit. Glückstrefferchance. Diesen Aspekt, der ist mandatory. Ohne den könnt ihr den Bild nicht spielen. Knochensturm muss eine Dunkelheitsfertigkeit sein. Und hier ist der, das weiß ich eben, ne? Wenn ihr Knochensturm aktiv habt, dann kriegt ihr eine Barriere hier in Höhe von 5% eures Basislebens und damit seid ihr einfach unkillable. Dazu noch T-Bolts Wille und ganz wichtig, ohne Flickerschritt funktioniert es nicht. Flickerschritt mit einem maximalen Aspekt, 4 Sekunden. So könnt ihr dann immer Knochensturm aktiv haben. Falls ihr Probleme habt mit der Abklingzeit von Knochensturm, gibt es auch einen Aspekt, der Leichen benutzt, um Knochensturm bis zu 10 Sekunden, meine ich, länger laufen zu lassen. Das könntet ihr dann auch nehmen. Falls ihr Flickerschritt noch nicht habt, könnt ihr den Aspekt schon mal vor übergangsweise benutzen. Buch der Toten, natürlich alles geopfert auf Crit-Chance, Crit-Schaden und was haben wir hier? Ich glaube Leben. Ah ne, Crit-Schaden. Verwundbar und Crit-Chance, genau so rum war das. Ah ne, hier Schattenschaden, nicht mal als Crit-Chance, stimmt. Schattenschaden gibt es da hier, genau. Ja, Fertigkeiten und Paragon Board könnt ihr euch selber angucken im Bild unten. Ich habe alle Glyphen schon auf 21, weil ich halt nur 90er Dungeons laufe und man dort 200 Glyphenerfahrung bekommt. Ich habe es ja schon benutzt, aber ihr levelt die Glyphen so unfassbar schnell, wenn ihr die hohen Nightmare Dungeon lauft. Also Ausbeuten ist drin, ganz am Ende sogar, das gibt nochmal einen richtig krassen Boost. Wir haben Essenz drin für den Crit-Schaden, wir haben Dunkelheit drin für den Schattenschaden, macht Sinn. Exhuminierung für Leichenfertigkeiten, weil die Explosion von Leichenexplosionen lässt ja Miasma und Schattenschaden frei. Also ganz verrückt, passt perfekt auch noch dazu. Und dann nochmal hier, nochmal mehr Schattenschaden. Also, ja, was soll ich dazu noch sagen? Spielt den Bild oder spielt ihr nicht? Schlachthof werde ich diesen Bild hier spielen. Ich würde mich sehr über ein Follow, wie immer, freuen. Schreibt eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich habe überlegt, mir auch nochmal ein Blutwoge-Necro zu machen. Aber der Schattenschaden-Necro, das wird der sein, den ich spiele beim Schlachthof von Zier. Ich glaube, der ist auch Tier 25 einfach unbesiegbar. Der ist einfach unbesiegbar. Ja, lasst ein Follow da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.